Es ist genau 7 Uhr. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Hier ist das Sat.1 Frühstücksfernsehen. Wir beginnen gleich mit unserer fröhlichen Sendung um 7 Uhr mit, Achtung, Themen, ja, die es nicht in die du haust. Ja, Sendung geschafft haben. Und zwar, ich habe Folgendes gelesen, finde ich ganz toll. Frauen wollen reden. Jede dritte Single-Frau vermisst es, sich mit ihrem Partner am Abend über ihren Tag auszutauschen. Also jede dritte, 33%. Wie viel Prozent der Männer sind das? Wie viel Prozent der Männer vermissen das Reden mit der Frau? 18%. Klare Rollenverteilung, klare oder? Klare Rollenverteilung überrascht mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Nee, ist deshalb, bei den Promis auch nicht anders. Deshalb hat es auch nicht in die Sendung geschafft, weil es genau. Dich nicht überrascht. Liebe Zuschauer, willkommen zurück hier bei uns beim Sat.1 Frühstücksfernsehen. Es geht um den Sport. Gabi, gestern großer Spieltag in der Europa League. Das ist der alte UEFA Cup. Deutsche Beteiligung, es war so mittelmäßig. Naja, für Werder Bremen. Hoffen wir es gemeinsam, dass es erfolgreich wird. Ja. In 2 Wochen geht es dann weiter, wieder mit internationalen Fußballwochen, auch hier bei uns in Sat.1. Wunderbar. Viele Themen haben wir heute Morgen für Sie, liebe Zuschauer, unter anderem Holger. Liebe Zuschauer, schönen guten Morgen. Unser Stylist Holger, der hat mittlerweile viele, viele Fans, unter anderem auch im Schwabenland. Da ist er unterwegs. Ganz besonders. Auf besonderer Mission, seit 2 Tagen schon. Denn er ist ja schon einiges gewohnt. Schlecht Englisch kann ich gut, sagen. Matthias zuckt schon mit und glaube, er wartet auf die Breakdance-Stunde. Aber jetzt kommen erstmal die Nachrichten. Hier ist Ina Dietz. Guten Morgen, Ina. So machen die immer. Ein Küsschen für die Bürgermeisterin. Ist das nicht, ich wollte sagen. Küsschen für die Chefin. Tja, wir haben keine Chefin, wir haben einen Chef. Aber den können wir ja auch mal küssen. Du. Ja. Ja. Andere haben Übergangsmittel oder suchen nach Übergangslösungen. Ja. Sarah Connor dagegen hatte Übergangsmänner, finde ich ein sehr schöner Begriff. Die lindern nämlich den Trennungsschmerz. Und die hat sie alle geküsst, mhm. Ja, um das nochmal aufzunehmen. Wie gesagt, Sarah Connor, da ist ja eine Menge passiert und die Popsängerin hat jetzt in einem Zeitungsinterview über genau diese Zeit berichtet.